Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Session. Och, ihr zockt Vivecraft. Wir starten hier wieder mitten in der Nacht, einem schönen Sternenhimmel. Der Ofen knistert. Es passt ja auch sehr schön zur Weihnachtszeit, oder sagen wir zur Vorweihnachtszeit. Ja, bald ist es schon wieder soweit. Ganz, ganz bald. Boah, haben wir hier viel Fleisch. Das passt auch sehr gut zur Weihnachtszeit, ne? Ausgiebiges Essen, also ich glaube für die meisten wird es zumindest dazugehören. Ja, schön, schön. Hier haben wir noch ein bisschen Cleanstone, sammle ich auch ganz gerne mal ein. Ein bisschen Kohle können wir da rausnehmen. Was haben wir hier überhaupt so viel Zeug dabei? Was haben wir hier so viel Zeug dabei? Und natürlich ganz viel Zeug in den Kisten. Ach ja, ach ja. Da fällt mir ja wieder ein, was so als nächstes ansteht oder zumindest eine der Sachen, die so als nächstes anstehen, wäre natürlich mal hier unsere Kisten an den Start zu bringen. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt diese Aufnahme machen möchte. Ich dachte eher daran, dass wir vielleicht mal ein bisschen in die Höhlen gehen, in diese Schlucht, die wir da aufgetan haben vor einigen Folgen. Und da einfach mal ein bisschen erkunden gehen, was es denn da so gibt. Ah, das mit dem Teppich, das ärgert mich ja immer noch ein bisschen, ne? Reichen uns Potatoes dafür, für diese kleine Reise? Also jetzt, wenn wir die vielleicht noch backen würden, wäre natürlich auch nicht verkehrt. Oder wir gucken mal, was wir da sonst noch so zu essen haben. Oder wir nehmen uns halt das Fleisch mit, was soll's. Ja, komm, die Potatoes lasse ich jetzt hier. Wir nehmen uns noch ein bisschen was von dem, was ist das hier, Hammelfleisch oder keine Ahnung. Hier, ne, von Schafen halt da. Nehmen wir uns das mit. Den Schild können wir natürlich mal anlegen. Ja, genau. Was brauchen wir denn noch? So Sticks können wir natürlich mal mitnehmen. Ein bisschen Holz schadet auch nicht. Und ich wollte, ja, genau. Wir nehmen einige Hacken mit, wenn die hier eh so schön liegen. Warum haben wir eigentlich so viele Hacken? Habe ich die mal aus Versehen gemacht? Ich glaube, ich habe aus Versehen mal so viele Spitzhacken gemacht. Das kann sehr gut sein. Mending Infinity Looting. Ja, das passt jetzt nicht so ganz gut da drauf, aber müssen wir auch bei Zeiten mal verwenden. So. Golden Apple. Naja, Bett. Ist für die Höhlen eigentlich auch nicht so furchtbar nötig, oder? Ist eh völlig egal, ob es da Tag oder Nacht ist. Ja, wie sieht's rüstungsmäßig aus? Ach, hervorragend. Warum sieht's überhaupt so gut aus? Weil wir die repariert haben, ne? Ja, wir haben die mal repariert. Na gut, ist ja schön, dass die noch so gut hält. So, ein bisschen Fleisch. Boah, ey. Da nehmen wir mal, da lassen wir aber ein bisschen was von hier. Nehmen wir mal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, nehmen wir mal 10 Stück mit. Was kostet die Welt? Kohle ist nie verkehrt, wenn wir so ein paar Fackeln machen wollen. Haben wir denn hier vielleicht noch ein bisschen was von dem Holz da? Oak. Sollen wir noch ein kleines bisschen mehr mitnehmen? Ja, so passt das doch schon ganz gut. Okay. Einen Bogen, ja. Könnte man an sich auch mitnehmen, zur Sicherheit. Moment, ich muss noch gucken, wie spät es ist. Das vergesse ich ja jedes Mal. Der ist fast kaputt. Gut, müssen wir uns einen neuen machen oder liegt hier irgendwo noch einer rum? Oh, hier ist auch ein kaputter Bogen. Warum haben wir überhaupt so einen Mist? Wir müssen uns hier mal einen Mülleimer machen, dass wir die Sachen da wegschmeißen können. Das taugt ja alles nichts hier. Noch ein paar Pfeile, ja. Hier haben wir ja jede Menge Strings. Dann können wir uns eigentlich auch einfach einen Bogen machen. Jetzt habe ich 4 genommen, ne? So. Und dann machen wir uns halt einen, was soll's. So. Gut, gut. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ansonsten können wir wahrscheinlich auch immer mal wieder zurückkommen. Die Frage ist, ob wir so ein bisschen Sand oder sowas mitnehmen sollen, wenn wir uns irgendwo runtergraben wollen oder ein bisschen Kobbel oder sowas. Ja, ihr wisst ja, ne, bei Sand oder mit Kies hat man halt den Vorteil, dass man den einfach runterrutschen lassen kann, wenn man irgendwo, ja, irgendwas auffüllen will oder so. Andererseits, ich denke da zwar immer so dran, aber eigentlich braucht man das mit der VR-Fortbewegungsart auch nicht so wirklich dringend. Hier zu dem Teppich übrigens, da meinte der Robert noch, man könnte da noch was machen. Und zwar
die Creeper-Gesichter, die sind normalerweise ja nicht so blank schwarz, sondern man könnte hier Teile davon noch irgendwie durch Grau oder so ersetzen, um, naja, um das erstens hier noch ein bisschen aufzulockern und zweitens würde das dann, ja, eigentlich treffender sein, weil die Creeper hier oben halt eher so nicht ganz, na, nicht so eine ganz dunkle Farbe haben, sondern eher so gräulich und hier auch irgendwie sind ein paar Pixel eher so gräulich. Also falls wir mal irgendwie noch ein paar graue Schafe finden oder so, hier sowas, vielleicht so ein dunkelgrau hier, dann können wir das hier auch noch ersetzen, aber ich glaube, das mache ich nicht jetzt. Ich will lieber ein bisschen in die Höhlen gehen. Genau, naja, hier über Kategorisierung habe ich auch noch nicht so wirklich nachgedacht, ehrlich gesagt, wie ich schon erwähnte, ich habe da so ein bisschen Angst vor, hier mit dem Sortieren anzufangen, naja, mal schauen. So viel Kram haben wir jetzt eigentlich auch nicht. Hier wäre die Frage, ob wir mal ganz kurz eine vernünftige Leiter machen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme. Na, soll ich jetzt direkt ein paar von unseren Sticks hier verbrauchen dafür? Naja, können wir machen. Ach, ich habe wieder den Fehler gemacht, den ich so gerne mache vor den Aufnahmen. Ich habe wieder viel zu viel gegessen. Ich habe wieder richtig reingehauen jetzt vor der Aufnahme. Das bietet sich allerdings auch immer so an. Ich meine, ich komme irgendwie von der Arbeit und habe da halt Kohldampf ohne Ende. Soll ich hier einfach mal so blöd zumachen mit Kobbel? Ja, vielleicht machen. Da habe ich halt Hunger ohne Ende und dann will ich halt erstmal was essen, ne? Warum kann ich denn hier eigentlich nichts dran machen? Geht das auf dem Andesit nicht oder was? Doch, das geht an sich schon. Oder geht das hier nicht unter den Treppen oder was? Ach, jetzt geht's. Vielleicht stand ich da irgendwie blöd oder so. Naja, jedenfalls habe ich da richtig Kohldampf. Und dann will ich halt erstmal, aua, was futtern. Deswegen bietet sich das immer so an. Dann mache ich das jedes Mal. Und dann bin ich jedes Mal fast zu voll, um eine Aufnahme zu machen. Insofern seht es mir nach, wenn ich vielleicht so ein bisschen träge bin. Naja, kann ich hier, Moment. Ja, so geht das ganz gut. Alles klar. Ja, da habe ich mir jetzt eben noch einen kleinen Kaffee gemacht. Vielleicht kickt er ja gleich. Dann wäre ich ganz zappelig. Endlich habe ich schon genug Kaffee getrunken für heute. Kann ich mich hier, wie war das denn nochmal? Na ja, genau, so kann ich mich festhalten. Dann kann ich mich hier runterbauen und dann hier noch ein bisschen dran bauen. Ah, perfekt. Das geht ja richtig intuitiv hier. Sehr schön, sehr schön. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz schön hier mit dem Kobbel, aber naja. Ja, es ist zweckmäßig, sagen wir mal so. Lassen wir erstmal so. Okay, hier vielleicht noch irgendwie markieren, dass es da hochgeht. Warum eigentlich nicht? Apropos markieren. Natürlich wird jeder gewusst haben, wahrscheinlich außer ich, warum hier diese blöde Markierung ist. Nicht wahr? Hier ist ja unser Lagerraum. Da habe ich mich ja das erste Mal runtergegraben. Dann wollte ich hier noch zumachen auch, weil, naja, also den Aufstieg, den brauchen wir jetzt hier nicht mehr zwingend. Und so viel Wertvolles ist da jetzt auch nicht. Ein bisschen Kohle oder so hätte man da noch rausholen können. Ich bin so ein bisschen verheddert, habe ich das Gefühl. Aber ja, brauchen wir jetzt da nicht zwingend, ausgerechnet von diesem Ort, denke ich. Dann machen wir hier zu und machen die Markierung weg und dann muss ich auch nicht jedes Mal wieder irritiert sein, was das jetzt hier zu bedeuten hat. So, schön. Schön, schön. Ach, läuft mir irgendwie ein bisschen die Nase oder so. Tut mir leid. Was ist denn los? Gut. Okay. Dann haben wir das erledigt. Hier ist unser schöner Aufstieg. Hier könnte man das eigentlich auch noch ein bisschen schöner machen mit einer Treppe oder sowas. Aber naja. Ja, gut. Oder man macht hier einfach das Ganze bis zum Boden. Macht hier noch eine Leiter dran, wenn wir die eh dabei haben. So. Und fertig. Ne? Dann haben wir hier unseren schönen Aufstieg. Konnte man hier, wie war das nochmal? Kann ich hier auch mit der Sprungtaste hoch? Nee. Da hängt sich irgendwie so ein bisschen an die Leiter dran, aber so richtig durch gedrückt halten oder so komme ich da nicht hoch. Naja, ist egal. Dann müssen wir halt da ganz männlich dran hochklettern. Ein bisschen trainieren ist ja auch gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich wollte nur mal kurz gucken, was hier nochmal so war. Naja, nicht viel scheinbar, nicht viel. Dann gehen wir mal da runter und gucken, was uns da eigentlich so erwartet. War hier noch irgendwas Interessantes?
Auch nur Löcher, ganz viele Löcher überall. Naja. Ein bisschen zumachen hier. Ja, muss jetzt nicht übertreiben. Aber man will es ja auch ein bisschen ordentlich haben, oder? Auch in seinen Höhlen. So, und jetzt habe ich schon wieder einen ganzen Kobbel verbraucht. Ist ja auch schön. Ja, egal. Wir werden höchstwahrscheinlich eh noch ein kleines bisschen davon abbauen. Insofern, ja, ist jetzt nicht so schlimm. So, brauche ich hier schon ein Schwert oder geht das hier noch alles? Ich hoffe, das geht. Es tut mir übrigens leid, wenn ich immer mal wieder ans Mikrofon packe und das dann so Geräusche macht. Ich möchte nur ab und zu sicherstellen, dass das Mikrofon noch so halbwegs an seiner Position ist, weil ich meine, ich sehe ja nichts, ne? Ich sehe ja nichts von meiner echten Umgebung hier, deswegen muss ich das durch Tasten ab und zu mal sicherstellen, dass das noch okay ist. Das bitte ich zu verzeihen. So, wenn wir hier schon mal sind, nehmen wir einfach mal ein bisschen was mit, was uns die Höhle hier so zu bieten hat. Ja, da ist noch ein bisschen Kohle, aber das ist jetzt vielleicht nicht ganz so tragisch. Und da hört es auch schon auf mit Material zum Auffüllen. Gut, wir können hier einfach mal da ein bisschen was abbauen. Das Ganze noch ein bisschen größer machen hier. Das fällt ja auch nicht auf, oder? Solange das alles schön symmetrisch bleibt. 1, 2, 3, 4, ja. Ja, müsste passen. So, sammeln wir uns hier einfach mal kurz was auf. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend hier. Das kann dahin, genau. Füllen wir ein bisschen auf und gut ist. Perfekt. Dann weiter geht's, oder war hier noch irgendwas? Ja, man könnte es hier eh noch ein bisschen schöner machen, dann wenn wir es brauchen, ja alles mit einheitlichen Steinen auskleiden oder so. Muss man aber auch nicht zwingend. Man kann es ja ein bisschen Natur belassen. Lassen auch. Mal schauen, wenn wir dann irgendwann mal tatsächlich ein Portal dahin machen wollen würden. Ne? Ach, da fällt mir gerade ein, was ich noch nachgucken wollte im Vorfeld. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, siehste. Weil, was ich vorhatte, war ein kleines bisschen zu buddeln, wie man vielleicht schon sich denken kann bei den ganzen Spitzhacken, die ich mitgenommen habe. Falls sich jetzt irgendwie ein guter Ort dafür ergeben sollte. Aber da wollte ich im Vorfeld in dem Zusammenhang nochmal schauen, wie das denn so statistisch gesehen am günstigsten ist, wenn man Diamanten finden will. Ob sich da in der Zwischenzeit auch vielleicht irgendwas verändert hat. Also meiner Meinung nach war das immer so, dass man nicht ganz so tief beim Grundgestein buddeln sollte, sondern so ein paar Layer weiter oben. Aber andererseits hatte ich, wie ich schon erzählt hatte, in einer anderen kleinen Session, zumindest in der Windows 10 Edition von Minecraft, eigentlich ganz gut Glück beim Grundgestein. Und insofern bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher, wo ich am besten graben soll. Naja, da unten ist ein Creeper. Seht ihr den? Egal, lass ich mal. Oh, ich habe schon ein bisschen Angst, runterzufallen. Dieser blaue Punkt, seht ihr den? Das ist die Position von meinem Kopf. Das heißt, wenn ich mich da zu weit rüber lehne und ja, ich sehe dich. Und die Position von meinem Kopf da zu weit rüber ragt, dann plumpsen wir runter. Ne? Das ist so ein bisschen ungeil dann. Ja, jedenfalls weiß ich nicht genau, wo wir graben sollen. Vielleicht verlassen wir uns da einfach mal auf unser Bauchgefühl. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. So, mangels einer besseren Idee, gucken wir doch einfach mal zuerst hier runter, bevor wir in die richtig tiefen Schluchten runtersteigen. Wobei hier geht es ja offenbar auch schon ganz schön runter. Ist ja ein krasser Wasserfall hier. Ist ja ziemlich cool. Und nur um mich nochmal zu vergewissern, ich kann mich hier, ich kann mich in VR ins Wasser stellen, ohne dass ich weggetragen werde. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn auch so halb gecheatet, aber wahrscheinlich würde einem auch richtig schnell schlecht werden, wenn man da einfach so weggetragen werden würde, ungewollt. Okay, ich höre ganz viele Monstren. Das muss hier sein. Es klingt ganz stark nach von da, von rechts kommt, wenn ich da nach da gucke. Aber erstmal hier gucken.
erstmal hier noch ein bisschen schauen. In VR kommt man hier ja auch ganz gut voran. Ja, so. Ja, das geht ganz gut. So, und veräppt das hier oder geht es hier weiter? Da leuchtet was. Interessant, interessant. Das ist ja echt cool hier. Schön. Ah ja, ein bisschen planschen, so. Gut, gut. Coole Atmosphäre. Nett, nett, gefällt mir. Ja, so ein bisschen Höhlentour. Hier ist ein bisschen Eisen, können wir... Boah, könnten wir mitnehmen. So ein bisschen Höhlentour habe ich ja schon vermisst auch. Gut, gut. Ja, ist da noch mehr? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee. Doch, da. Na, jetzt unter Wasser graben ist ein bisschen doof. Ich sehe das hier relativ schlecht, muss ich sagen. Und hier ist alles ganz dunkel. Naja, müssen jetzt auch nicht übertreiben. Wir müssen uns ja nicht gerade die ungünstigsten Stellen aussuchen. Okay, hier muss man aufpassen. Hier muss man richtig aufpassen. Die ungünstigsten Stellen aussuchen, um zu graben, wollte ich sagen. Ja, Moment. So, hier schön die Shortcuts. Ist da was, die Shortcuts benutzen fürs Wechseln zwischen Schwert und Fackeln? Was ist das für ein großer Raum? Was ist das da vorne? Ist das das Gold? Mhm. Okay. Ganz ruhig, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Wir brauchen uns gar nicht so zu beeilen. So, ist das hier jetzt sicher? Nee, nicht wirklich. Okay, komm her. Okay, ja, da ist ein Skelett. Da ist ein Skelett, ja. Ja, komm her. Keine Eile, keine Eile. Na komm. Okay. Aufregend. Direkt essen, bevor wir das wieder vergessen. Ist mir völlig egal, ob wir gleich wieder hoch müssen und neue Nahrung holen. Besser das, als dass wir dann hinterher wieder... Na, ihr wisst schon. Ihr wisst ja, wie das läuft. Boah, ist das da alles duster. Ist das die Schlucht, die wir da von oben sehen? Na, wenn wir jetzt hier wieder hochgehen würden, macht das ja so einen Bogen, dann könnte es schon sein, dass das hier die Schlucht ist, auf die wir da runter gucken. Mal gucken, mal gucken. Da, oh ja, da sind noch Kollegen. Die Frage ist, macht es Sinn, die vielleicht sogar mit dem Bogen zu attackieren? Ich weiß es nicht genau. Oh, der Controller vibriert. Seht ihr das, wie der Bogen wackelt? Das spürt man auch. Das spürt man auch im Controller. Wo habe ich den jetzt hingeschossen? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ihn schon wieder aufgesammelt. Okay, die kommen aber nicht. Die Feiglinge. So, ein bisschen die Deckung weggenommen hier. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ah ja, da bist du. Warum nicht den Schild benutzen? Könnte ich auch mal öfter dran denken. Ja, so wird das was. Jetzt habe ich hier ja auch den neuen Button, um den Schild zu aktivieren. Mal gucken, ob das was bringt. Das täte mir ja sehr gefallen. Okay, na komm her. Kein Bock? Na dann komme ich zu dir. Das ist cool. Wow. Ja, komm, komm. Sehr schön, sehr geil. So läuft das. So, alles klar. Ist hier noch was oder kann ich jetzt hier mal ein bisschen ausleuchten? Schön, das ist hier Lapis. Boah. Ich dachte, ich hätte einen Schritt direkt neben mir gehört. Oh, und diese Musik dabei. Cool. Diese tragische Musik wieder. So. Oh. Okay, kein Problem. Oh, das ist nicht gut. So... Niedriger als der Gegner zu stehen, ist im Allgemeinen jetzt nicht so vorteilhaft. Aber es läuft, es läuft. So, Fackel, zack, Schwert, perfekt.
das geht gut. Ja, ich weiß, hier ist überall Gold und Eisen und so, aber ich muss erstmal ein bisschen gucken hier. Ne, wenn wir hier alles ausgeleuchtet haben, können wir immer noch schauen. Außer das jetzt vielleicht, weil sonst komme ich da nicht ganz so gut durch. Okay, macht das Ganze hier einen Schlenker und dann kommen wir wieder da an, wo wir waren, oder wie ist das? Ah, guck an. Ah ja, seht ihr das? Da wird wohl unser Abstieg irgendwo sein. Und hier ist die Schlucht. Geil. Oh, Fackeln sind alle. Okay, wir müssen uns mal kurz zurückziehen. Und dann erstmal die Lage checken hier. Also, basteln wir uns als erstes noch ein paar Fackeln. Ach, weißt du was? Ich mache mir direkt einen Stack voll. Oder fast zumindest. Weil, naja, wenn wir jetzt gerade die Ruhe haben, warum nicht, ne? Ja, war jetzt ein bisschen zu viel, aber ist egal. Kein Problem. Jetzt würde ich sagen, ja, sollen wir jetzt die ganzen Rohstoffe hier mal einsammeln oder sollen wir erst noch ein bisschen gucken? Hier ist auf jeden Fall noch was. Kann ich jetzt hier einfach über die Lava drüber, ohne dass die mich röstet? Oder sollte ich hier besser mal zumachen? Oh, ich habe ein bisschen Angst, gleich zu brennen. Das täte mir nicht so gut gefallen. So, jetzt wird es hier gleich dunkel, schätze ich. Oh, ja, bisschen.